zusammen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Genau. Wieder mit Papa, Frieda, Luigi und Luigi. Genau. Und das war jetzt die 9. Folge. Richtig, das ist die 9. Folge jetzt. Und wir sind in die Etage 6. Und das geht schon gleich mit einer Axt. Oder hoch. Hier, und draußen müssen wir dann Teamwork bearbeiten, Papa. Wir sind in der Ritterwelt. Papa, hier müssen wir Teamwork bearbeiten. Du musst da durchflutschen, da musst du das da so hochmachen und ich muss dann schnell durchgehen. Ja. Ich bin drin. So. Jetzt kann ich einmal hier die Tür öffnen. Guck mal, hier können wir mit unseren Saugnücken mal die Ritter besiegen. Mit unseren Saugnücken. Hallo, meiner König. Papa, kannst du mal machen? Jetzt hast du. Ach, jetzt. Und den zweiten und den letzten machst du. Ist hier noch einer? Guck mal, hier liegt ja noch das ganze Geld. Und die Mäuse. Meine Mäuse! Komm mal mit. Eine Schatztruhe. Oh. Hey, das hat sich doch gleich mal gelohnt, hier durchzugehen. Papa, wir müssen noch die anderen Türen. Wir müssen noch die anderen Türen erkunden. Ich hänge. Weil ich nicht da bin. Noch die schnell. Wir müssen die anderen noch erkunden. Komm mal. Nee, hier ist keine. Auch nicht. Und auch nicht. Aber ein Versuch war es wert. Genau. Man muss alles erkunden. Guck mal, da unten, da wird der Kampf sein. Okay. Da sitzt dann der Geisterkönig. Oh, ein schönes Lied. Soll ich dir zeigen? Der Geisterkönig. Und der wird. Und da hat jetzt die Nummer 1. Ist das nicht die 7? Warte. Kann doch die 7 sein. Okay. Weißt du noch, wie der Kampf funktioniert? Nö. Spiel. Zack. Okay. Hier wird auch wieder Teamwork gefragt, weil da drüben mit einer eine Schatztruhe. Papa, kannst du Kannst du da einmal durchflutschen? Du kannst da nicht durchgehen. Und Papa, kannst du mir Luigi geben, damit ich da auch einmal nur so durchflutschen kann? Und ich bleib dann auch Luigi, bis ich Luigi haben will. Na los. Warte, ich geh erstmal zurück, dann wieder durch. Hui und tschüssi. Autsch. Stacheln, meine Aufgabe. Du musst da jetzt dran saugen. Hier ist Teamwork. Alles bringt nichts. Okay. Dampfen können wir schon mal nicht. Ach so, ich hatte gerade das Schwert.
Ja, warte mal, wer hat das denn gemacht? Du hast ihn weggesaugt, oder? Das habe ich nicht. Okay. Warte, ich will noch mehr. Ich will. Ich weiß ja nicht, wie hast du dich gemacht? Wo bist du denn, mein Guter? Schlüssel. Warte. Ich bin da ran und ich hol den Schlüssel. Warte, ich bin wieder Luigi und wenn ich da rankomme, dann bin ich dran. Du musst mir jetzt den Schlüssel geben. Du musst ihn nehmen, genau. Ich nehme ihn mir. So. Hier. Ja? Komm, wir probieren mal die Tür. Aber hier waren wir doch gerade. Ah, hier ist ein Tier. Oh, da musst du aufpassen. Da drüben, da geht es wieder auf. Moment. Ich will da durch. Mit Luigi. Kannst du noch mal loslassen? Hä? Ich hab dir doch gesagt, von wo ich da rankomme, dann. Ach, der hat dich jetzt verkekst. Ich promoviere jetzt ihn mal. Oh, ich kann mir so ein Schwert greifen. Da war eine Falle. Warte, ich muss durch die Tür gehen, dann kann ich dich befreien. Ah, shit. Okay, verstehe. War das eine Falle? Nee, Moment. Ich muss hier durch. Ja, an den Bings. Zack und an. Und hier durch. So, du musst aufpassen. Nicht da rangehen. Nicht da rangehen, Frieda. Das macht der von alleine. Nein, das macht er nicht von alleine. Komm auch hier runter. Okay. Dann komme ich auch noch runter. Au. Hallo, hier. Komm. Brauchst du nicht mehr. Puste weg. So, los, hier hoch. Ich muss da mal durch. Ich zuerst. Frieda. Bitte Richtung. Entschuldigung. Hoch. Vorsichtig, nicht dagegen laufen. Ah. Das wieder mit dem Fahrstuhl. Aber ich gehe dann zuerst mit dem Fahrstuhl, okay? Dreh das mal. Dann kommt nämlich der Fahrstuhl hoch. Und ich darf ihn betreten. Bin drin. Ich komm dann runter einfach. Warte. Ich kann das auch drehen. Okay. Und wenn wir wieder hochholen, gehen, dann nimmst du aber auch den Fahrstuhl. Aber ich gehe dann zuerst, okay? Ja, ich glaube, ich gehe noch mal hoch, okay? Um zu gucken, dass du das da oben bewachen kannst. Komm, versuch mal hier durch die Tür durchzugehen. Ich hole schon mal den Fahrstuhl für uns runter. Ich glaube, ich muss ja nicht hoch. Ich muss mal gucken, wo jetzt irgendwo muss der Schlüssel sein.
Kannst du mich mal hochtransportieren mit Saugen? Ich guck von hier oben, ob du das Saugen schaffst. Wenn nicht, dann komme ich noch mal runter. Nein, ich weiß ja nicht, was ich schaffen kann. Ja. Okay, dann komme ich noch. Dann gehe ich noch mal rein. Warte mal. Oh, okay. Ja, okay. Ich bin in dem Fahrstuhl. Ja, geh mal rein. Bin drin. Jetzt muss ich dich. Es ist. Wir müssen doch da oben irgendwie rankommen. Warte mal, ich weiß. Komm, ich muss noch mal nach oben, Papa. Weißt du, warum? Warum? Weil wir da beide oben etwas ausrichten können. Hallo, das ist schon wieder gesperrt. Jetzt auch. So, jetzt muss ich dich hochtransportieren, okay? Ich kann noch so hochkommen, Mausi. Wir suchen den Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Ach nee, wir müssen doch noch mal runter. Na, Frieda, jetzt los. Ja, sorry. Mal irgendwie gucken hier, wo wir jetzt hier den Schlüssel finden. Ah, ich weiß. Wir müssen erstmal dieses Schwert da holen. Na, wie kommen wir jetzt dahin am besten? Da am besten? Wir würden uns nicht veräppeln und nicht mehr da mit wieder quatschen und uns einfach konzentrieren. Ah. Eine Wand. Warum haben wir das vielleicht nicht vom Fuhren aufgehört? Oh, vorsichtig, nicht da lang gehen. Kann ich früher hier rein? Weil da kommen dann wieder diese Stacheln. Aber du kannst ja da nicht durch. Warte mal. Die waren da. Ich muss hier unten lang. Aber jetzt kommst du nicht mal weiter. Und jetzt? Mist. Warte. Was gibt mir. Achso, komm mal her. Komm mal her hier rüber. Hier ist irgendwie sonst. Oh ja. Warte, ich mach. Warte mal. Ich mach mit Luigi. Geh mal durch jetzt. Ist ja trotzdem. Irgendwas muss jetzt geschehen sein. Warte, geh mal noch mal unten. Ist da immer noch da der oben Berg? Ist noch ein Dings. Da oben. Du musst vielleicht drüben eine Stampfattacke machen. Ach ja, stimmt. Guck mal, da ist so ein Seil, das nach oben hängt. So, ja. Da oben, siehst du? Hier. Nee, vielleicht. Da ist noch ein Bettdraht. Hast du das schon gesehen? Vielleicht kann. Hast du das? Ja, wir müssen da irgendwie rankommen. Naja, das wird mal kurz. Nee, so geht das Prinzip nicht. Ach, doch. Ah. So. Zack. Ich bin du. Und ich hole die Kiste, bestimme ich, okay? Dann kommen wir da nicht rüber. Du kannst
kann draufkommen. So, jetzt haben wir wieder einen Schlüssel. Aber wir brauchen das Schwert da oben. Komm, wir haben eine Schüssel. Wir brauchen das Schwert nicht. Oder doch? Einfach alle einsaugen. Noch einen, das schaffen wir. Die meisten habe ich eingesaugt, oder? Ja. Als Luigi. Ja. So. Warte, jetzt müssen wir doch. Ja. Weißt du noch, drin, wie viel noch? Da kommen dann wieder die Stacheln. Genau. Versuchst du mal? Vielleicht kannst du da drin ja etwas aufrichten. Nee. Da ist der Schlüssel. Aber du kommst ja nicht. Ach! Jetzt so. Warte, du musst da. Du musst da. Na ja, du musst da rüber gehen. Schlüssel rein. Kannst du machen, bis ich ja sage. Hilfe! Komm mal raus da aus die Pampe. Komm mal raus da. Ja, ich bin da raus. Das bringt nichts. Luigi, hilf mir. Nein, ich weiß nicht. Du musst die Tür aufmachen. Ja. So. Das war knapp. Fast hätte er mich erwischt. So. Okay, warte mal, jetzt sind wir wieder mal. Stell dich mal darauf. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Darauf stellen da, auf die Brücke hier. Okay, wer? Du. Okay. So, bleib da. Hä? Okay. Ach, nee! Du musst da pusten, glaube ich. Pusten? Nee. Nee. Saugen, saugen. Nee, warte mal, jetzt noch nicht. Warte. Pust du weiter? Pusten. Nochmal pusten. Puste? Ja. Jetzt saugen. Saugen. Stopp. Und rüber. Ich geh zuerst. Nein, nicht runterfallen. Ich wollte da lang. Lauf, lauf, lauf. Oh. Oh, ich muss Luigi sein. Warte mal. Na los, hier. Da musst du eine Möglichkeit finden. Ja, jetzt bin ich. Los, weiter. Du wieder, Luigi? Oh. Ah, jetzt die wieder. Okay, ich mach. Du musst hier warten. Du musst das leuchten.
Du musst schon mit deiner Leuchtlampe. Guck mal so. Ah, stimmt, hast recht. Irgendeine Katze schnarcht hier. Hörst du das? Also Freunde, wenn ihr hier eine Katze schnarchen hört, dann schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ob Fienchen oder Molly ist. Genau, Fienchen oder Molly. Und wenn ihr Fienchen oder Molly mal sehen wollt, können wir ja mal Bilder von den beiden schreiben wir mal in den Kommentaren rein. Dann könnt ihr mal Fienchen und Molly sehen. Oder wir machen Bild. Oder ihr kommt zu uns und ihr könnt euch mal die Katzen ansehen. Nee. Das war doch nur ein Spaß. Weißt du? Weiß ich, ja. Wir machen immer Spaß. Jeden Tag. Aber wir fotografieren euch mal unsere Katzen und dann packen wir die in die Kommentare. Und dann schreibt doch nicht Katzen, Molly! Na, oh, komm hier, ja, schnell. Ja. Irgendwie muss es hier gehen. Warte mal. Ja, Molly und Fienchen. Beide. Was musst du denn hier machen jetzt? Papa, ich mach mal kurz einen kleinen Schnitt und guck, welche Katze es ist. Okay? Brauchst du keinen Schnitt machen? Ich nehme mal Luigi so lange. Ja, ich mach mal kurz auf. Frieda steht mal kurz auf und guckt mal. Zack. So, Glück gehabt. Okay. Und schnell durch. Jawohl. Bestimmt unter der Couch. Ich kann es nicht herausfinden. Ich gebe es. Okay. Also, Frieda, kann es nicht herausfinden. Aber ich bin in der Zeit schon mal an den Säbeln vorbeigeflogen. Ach, danke. Geflutscht. Wo lang? Hier lang. Hier lang. Warte mal, man kann die bestimmt hier auch noch mal absaugen. Hier, wa? Habe ich noch gar nicht gemacht. Ist bestimmt noch die ein oder andere Überraschung hinter. Aha. Komm. Oh. Glitzi. Guck mal, hier ist auch noch. Hier lang. Nee. Ey, zurück. Komm, schnell lang. Warte. Oh, warte mal, den kann man ja hier. Oh, zu spät. Okay. Wir können dann nachher nochmal hingehen. Jetzt ist Bosskampf angesagt, oder? Mhm. Hast du wohl nicht gedacht? König Geist. Ach ja, der. Das ist jetzt wieder, dass wir den besiegen können. Ich bin Luigi, Hilfe! Okay. So. Das ist ein ziemlich schwieriger Bosskampf. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das schon gespielt habt. Oder den Bosskampf. Liebe Molly-Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Okay. Papa. Ja? Ich will dir nach dem Video etwas fragen. Ja, kannst du mal machen. Kannst jederzeit mehr fahren, ne? So. Ja. Vorsichtig. Oder? Jetzt habe ich ihn einmal erwischt. So, also der Trick beziehungsweise die Kunst besteht quasi darin, jetzt schießt er hier mit die Dinger. Oh, balla, hat er mich getroffen. Die Kunst besteht nämlich darin, kurz bevor er da ist und mit dem Ding schießt, mit dieser Lanze zu
packen will. Kurz davor einmal anblitzen. Schreibe einen Kommentar. Danke. Ob ihr mal mit uns spielen wollt. Stimmt? Jetzt hat er mich. Ihr sollt mal in den Kommentare schreiben, ob ihr mal mit uns spielen wollt. Schreibt doch bitte mal in den Kommentare. Ja, schreibt es mal rein. Und dann vielleicht finden wir das ein oder andere Spiel, was man vielleicht im Multiplayer-Modus online spielen kann. Ich weiß, welches solche sagen, direkt im Video sagen, welches man zusammen spielen kann. Auf online. Er hat mich schon wieder. Was man online spielen kann. Na los. Animal Crossing. Ja, wir könnten Animal Crossing spielen. Und wenn wir so ein Pokémon-Spiel haben, wo man Menschen spielen kann, kann man sie so. Da kann man auch zu zweit spielen. Welches? Pokémon Comedy. Das haben wir ja nicht. Ja, das müssen wir uns erst noch kaufen. Wenn wir das haben, dann können wir gerne da mal ein Live-Spiel machen. Stimmt? Was? Also, wie machen wir das jetzt? Mit den Koppeln anschließen oder Stampfattackeln? Oder Lasern? Oder was machen wir jetzt mit ihm? Ja, vielleicht müssen wir ihm irgendwas anschließen. Also. So ein Ding hier. Jawohl. Ja, also Animal Crossing können wir tatsächlich zusammen spielen. Und Papa? Aber das haben wir auch noch nie gemacht, tatsächlich. Wir haben es noch nie online gespielt. Papa, weißt du, es tut mir da leid, das jetzt zu sagen, aber Animal Crossing kann man nur allein mit anderen Spielern spielen. Ja, kannst du doch dann mit anderen Spielern spielen. Ja, aber da musst du mir erstmal alles vorbereiten. Na, ich weiß ja auch nicht, wie es geht. Müssen wir mal gucken. Wenn ihr Erfahrung habt. Papa, weißt du, ich kann dir schon mal eins sagen. Na? Die kommen dann auf dem Flughafen an. Ja. Also, du nimmst mal Luigi. Da liegt der Aufzugknopf. Und ja, also schreibt doch gern mal in die Kommentare, wenn ihr Animal Crossing New Horizons schon mal online gespielt habt. Und ich ob ihr Lust habt, mit Frieda zu spielen. Und ich muss mich dann richtig schön verkleiden. Genau. Ob ihr Lust habt, mit Frieda zu spielen und... Oder ob ihr mit Papa spielen wollt. Oder ob ihr mit mir spielen wollt und wie das funktioniert. Also wie wir... Aber ich glaube, ich habe schon mal gesehen, wie man so einen Code erzeugen kann. Dann können wir, wenn wir hier ein paar finden, die mit uns spielen wollen, was ja jetzt aktuell noch nicht geht, wahrscheinlich nicht ist, aber wenn wir jemanden finden, schreibt es in die Kommentare. Und wir schreiben mal in die Kommentare, ob ihr jetzt schon 5 oder 6 oder 4 seid. Genau, welches Alter ihr seid. Und wie viele Community wir haben. Na, wir haben jetzt 3 Freunde bei uns, ne? Und ich bin mir sicher, morgen werden wir noch mehr bekommen. Dafür müssen unsere 3 Freunde vielleicht unseren Videos teilen. Kann man das teilen? Hallo. Weiß ich gar nicht. Liebe Molly-Freunde, holt mal die andere Molly-Freunde und schreibt und holt uns und sagt uns da mal mit den Kommentaren, dass wir schon ganz viele geholt haben. Und wenn ihr das geschrieben habt, dann sagt ihr mal danach, ob ihr mit mir oder mit Papa Animal Crossing New Horizons online spielen wollt. Genau. So, jetzt geht's zum Fahrstuhl. Ich habe noch eine Wassermelone. Ja, spuck die aus. Zack. Ich wollte dir eigentlich noch mal den König schenken. Komm. Der ist nicht mehr da, der König. Der aber ich wollte ihn noch Mittagessen überreichen. So, wo ist denn jetzt hier? Wo sind wir denn? Ach so, wir sind ganz am Anfang wieder.
Wir sind quasi einmal im Kreis gelaufen. Okay, ich mach die Tür auf. Och, du musst das auf die andere Seite. Oder da hinten hin, genau. Wo war's mit der? Zack. Oh, ich will noch Popcorn essen. Willst du auch eine Tüte? Nö, ich bin satt. Dann nehme ich noch die zwei. So, ab zum Fahrstuhl. Den neuen Aufzugknopf. Freuen wir uns. Und wir sind gespannt, was die nächste Welt ist. Die Etage 7, oder? 1. 7, 1. Bin jetzt komplett verwirrt. Ist die 7. Okay, wir freuen uns, sind gespannt, was die nächste Etage ist. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Wir sehen schon Öko-Haus. Wir können noch mal ganz kurz hinfahren. Und wenn wir den Papa, ersten Blick reingeworfen haben. Papa, ich weiß, was das Öko-Häuschen ist. Soll ich das dir sagen? Na, sag. Dann sagen wir zum das Abschluss, ist das, was das Öko-Häuschen das ist. Das ist das Pflanzen. Oh. Oh, die Katze mal wieder. Die Pflanzenwelt. Die hat es auf jeden Fall in sich. Freut euch aufs nächste Video. Abonniert. Da kommt mal wieder das Kätzchen und der Endboss ist richtig schwierig. Genau. Also seid gespannt. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das Video auch nicht, denn das Video dürft ihr nicht verpassen. Sagen wir es mal so. Ja, und wir machen morgen das weitere Video. Na, wir schauen mal, wann wir es schaffen. Und ich will da mal kurz noch in die Welt gehen, um sicher zu gehen, ob es wirklich die Pflanzenwelt ist. Wir fahren mal kurz hin, halten nur mal den Kopf raus, beziehungsweise steigen aus dem Fahrstuhl und dann hoffen wir, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr die Etage 7 nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wenn einer krank ist, dann könnt ihr trotzdem noch gucken. Genau. Wir waren nämlich in den letzten Tagen alle krank. Sind wir immer noch ein bisschen. Ja, die Pflanzenwelt. Genau. Sind wir immer noch ein bisschen. Aber wir haben es geschafft. Wir können wieder Videos aufnehmen und morgen früh am besten. Wir schauen mal. Wir haben auf jeden Fall ja auch noch zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir hier dieses. Es wird wirklich Zeit, wieder Schluss zu machen. Es ist schon Sonnenuntergang. Ja. Okay, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.